Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute basteln wir ein Körbchen. Ich finde es wunderschön, natürlich vorne frohe Ostern, da habe ich es eigentlich für gedacht, aber während des Bastelns dachte ich mir, wenn man den Henkel weglässt, dann kann das auch echt schöne Deko sein, ne? Oder so zur Aufbewahrung, wenn man so ein Regal hat und dann seine Stifte so ein bisschen nach Themen sortiert, so Buntstifte, Bleistifte, keine Ahnung was für Stifte, dass man die dann in diesen Körben so reinsortiert. Das sieht bestimmt mega cool aus. Also auch perfekt für unseren Basteltisch zur Aufbewahrung unseres Bastelzubehörs. Super stabil. Also da braucht man echt keine Angst haben, dass da irgendwas kaputt geht oder auseinanderfällt. Wie ich finde, ganz toll zum Dekorieren. Also es macht wirklich was her, wenn man hier mit verschiedenen Papierdesigns arbeitet. Und ja, super einfach natürlich auch zu machen. Das Ganze zeige ich euch jetzt auch. Da brauchen wir wie immer unser Falzbrett. Und wir arbeiten endlich mal wieder mit den großen 30x30 Bögen. Ich habe mir so ein bisschen als Ziel gesetzt. Ich habe ja super viel Materialpapier von Action. Habe ich selber gekauft. Ich muss es ja trotzdem hier jetzt irgendwo einblenden. Und möchte das gerne wirklich mal abbasteln, wegbasteln, weil... Ja, es sind Designs bei, die sind schon super alt, also die habe ich schon ganz, ganz lange. Und ich glaube, das haben wir alle gerne mal irgendwie gesammelt und das darf jetzt mal ein bisschen verarbeitet werden. Und deswegen, ja, arbeiten wir gleich auch mit Designpapier vom Action. Und zwar habe ich jetzt hier ein Stück Cardstock in den Maßen 30x30 cm. Also überhaupt nicht wild. Und das Ganze legen wir jetzt an einer Seite an bei 10 cm und ziehen da eine Falzlinie. Dann bei 20. Das Ganze wird einmal gedreht und wir falzen das gleiche nochmal bei 10 cm und bei 20 cm. So. Dann können wir das auch schon wegpacken, weil das brauchen wir nicht mehr. Einmal alle Falzlinien schön nachfalten. Das ist einfach ein bisschen einfacher zum Schneiden. Ich habe hier jetzt so ein Papier, das hat so leichte Struktur. Und ich muss sagen, das ist jetzt nicht das Beste, wenn man gerade Falzlinien hat, weil man erkennt die so schlecht. Das sieht so doof aus, das ist total doof. Aber ich wollte es unbedingt haben, das lila Papier. Und von daher muss ich da jetzt durch, dass ich die nicht so ganz gut sehen kann. Aber das finde ich jetzt hier auch nicht ganz so wild, weil wir sehr einfache Falzungen haben. Also wirklich ja nur jetzt ganz viele Vierecke gefalzt haben. Und als nächstes brauchen wir unsere Schere und fangen jetzt hier unten an zu schneiden. Wir haben hier das linke Viereck. Da schneiden wir einfach einmal an der Falzlinie, am besten rechts von der Falz, nach oben zum Kreuz. So, und dann könnt ihr diesen Flügel hier schon mal ein bisschen einkürzen und dann direkt abschrägen. Dann habt ihr nämlich schon mal eine Klebelasche fertig. Solche Stücke hier, also die hier, die bewahre ich ganz gerne auf. Die schmeiße ich jetzt nicht in den Müll, weil ich finde, da kann man immer noch gut was draus machen. Und wenn man das für Stanzteile oder so nutzt, finde ich das völlig gut. Ja, spart eben auch ein bisschen Papier. So, nächstes Viereck, das hier lassen wir aus. Beim letzten wieder bis zum Kreuz hochschneiden. Direkt ein bisschen einkürzen. Und die nächste Klebelasche. Und das Ganze machen wir jetzt auch nochmal bei den anderen beiden hier. Und dann sieht das Ganze aus wie so ein Windrad. Das ist auch richtig so. Das legen wir jetzt aber erstmal zur Seite. Wir brauchen nämlich diese Papierstreifen. Ich zeige euch einfach mal, wie die aussehen. Da kann man so ein bisschen für sich selber entscheiden. Möchte man das so wie hier doppellagig haben? Möchte man es nur mit einer Farbe haben? Das ist ja Geschmackssache. Ich habe das Ganze wieder doppellagig zugeschnitten. Also 12 Streifen, die sind jeweils... also die Grundmaße, wenn ihr nur mit einlagig arbeitet, sind 11 cm lang und 3 cm breit. Davon brauchen wir 12 Stück und die müssen wir am besten jetzt einmal präparieren. Ich habe es probiert, aber es funktioniert nicht wirklich gut mit Flüssigkleber. Ihr solltet wirklich doppelseitiges Klebeband nehmen. Und dann werden die ganzen Streifen jetzt mit doppelseitigem Klebeband
geklebt. Und zwar immer einmal oben und einmal hier unten. Und das Ganze müssen wir jetzt einmal bei allen 12 machen. Wenn ihr diese Fleißarbeit dann irgendwann geschafft habt, können wir anfangen, unseren Korb zu dekorieren damit. Und zwar ist das Ganze darauf ausgelegt, ich klappe das mal zu, dann könnt ihr es besser sehen, dass wir hier auf diesem Flügel immer 3 Streifen anbringen. So, die gehören nachher hier so ran. Und damit das Ganze noch eine schöne Rundung hat, empfehle ich euch, zieht diese Streifen einmal über die Tischkante. Also so ein, zwei Mal. Dann habt ihr nämlich so eine richtig schöne Rundung und das Papier knickt dann nicht so unschön. Und dann nehmt ihr euch einfach hier diesen Sicherungsstreifen ab und fangt an, das Ganze auf der einen Seite schon mal festzukleben und auf der anderen Seite dann hier oben anzukleben. Und dann habt ihr nämlich diese wunderschöne Rundung und dieses Korbgefühl. So finde ich, optisch sieht das eben dann mehr nach Korb aus. Und genau, das Ganze machen wir jetzt wieder einmal bei allen. Bevor wir das Ganze jetzt zusammensetzen, empfehle ich euch auch nochmal auf diese Klebelaschen, zumindest hier vorne an der Falz, einmal doppelseitiges Klebeband zu geben, weil wir hier nicht groß mit Klammern arbeiten können, um das Ganze zu befestigen während der Trocknungszeit. Ist das wirklich mit diesem doppelseitigen Klebeband ganz cool, weil dann hat man sofort zumindest schon mal den Halt und ja, braucht dann eben nicht Angst haben, dass das Ganze auseinanderfällt oder nicht richtig hält irgendwo. Und ich arbeite dann immer ganz gerne mit so einer Kombi, direkt an der Falz, einfach doppelseitiges Klebeband und den Rest bestreiche ich dann einfach mit ein bisschen Flüssigkleber. Das verteilt sich ja gleich noch sehr, sehr schön. Deswegen mache ich da jetzt überall nur so ein bisschen was drauf. Und dann können wir an, das Ganze zusammenzusetzen. Und ihr merkt jetzt schon beim Zusammensetzen, wie stabil das Ganze eigentlich geworden ist. Durch diese Bögen an sich auch nochmal. Also wirklich cool. So, reinklappen. Und dann wird das Ganze einfach nur zusammengeklebt. Und mit jeder geschlossenen Seite wird das Ganze mehr zu einer Box. Total schön, wie ich finde. Also ich finde sie auch sehr dekorativ. Deswegen sage ich, ohne Henkel und so kann man die natürlich auch super als Aufbewahrung in seiner Bastelecke oder in seinem Zimmer oder überhaupt in der Wohnung nutzen. Für Mädchen zum Beispiel Haargummis, beziehungsweise Jungs nutzen ja auch Haargummis. Mein Mann gehört auch dazu. Also da könnte man dann eben auch sowas da drin aufbewahren. Also nicht nur für Ostern eine tolle Idee. So, jetzt kommt die letzte Seite. Und dann haben wir schon eine wunderschöne Box. So ein bisschen orientalisch angehaucht, so von der Form, finde ich. Und da ich das immer ganz schön finde, wenn man zumindest oben die Kanten nachher nicht mehr so doll sieht, müssen wir die gleich noch mal ein bisschen verschönern. Vorher, aber um euch das eben zu zeigen, bringen wir noch einmal einen Henkel an. Der ganze Streifen ist jetzt 29 cm lang und auch wieder 3 cm hoch. Und ich mache das jetzt ganz einfach. Ich setze den Henkel hier drinnen an und gucke mir an, wie weit möchte ich, dass er rausguckt. Also wie hoch soll er sein, wie tief. Und wenn ich sage, ich habe so das richtige Maß für mich, dann mache ich hier einfach so einen kleinen Bleistiftstrich hin auf beiden Seiten. Und dann könnt ihr das Ganze zum Beispiel auch noch ein bisschen kürzen. Das muss denn ja nicht so lang in den Korb reinragen. Und natürlich auch hier, weil das hält einfach sofort. Nehmen wir nochmal doppelseitiges Klebeband. Manchmal bastel ich sehr gerne damit, merkt man, oder? Obwohl ich dieses Schneiden immer total nervig finde. Ja, und jetzt werden hier einfach nur noch die Trägerfolien wieder abgemacht. Also die Schutzfolien. Und wir kleben das Ganze an unseren Korb. Ich orientiere mich immer so an diesem Streifen hier, dass das Ganze wirklich parallel dazu läuft. Ich finde, das sieht einfach optisch schön aus, ne? Wenn das dann nicht so verschoben ist, sondern wirklich mitläuft. Wunderschön, oder? Wunderschön. Und da ich hier oben diese Kante jetzt nicht so wunderschön finde, habe ich mir hier nochmal ein Band rausgeholt, welches wir jetzt noch einmal als Umrandung für den Korb
nutzen. Genau, da kann man ja einfach so ganz normales Satteurband nehmen oder Spitzenband. Da gibt es ja, es gibt ja auch Spitzenband, was schon so eine Klebefläche hinten drauf hat. Die könnte man dann ja super dafür verwenden. So, das sollte jetzt aber auch locker reichen, was ich hier beklebt habe. Die Reste muss man ja nicht wegschmeißen. Ich bewahre die Reste dann immer auf, wo noch Klebeband drauf ist und nutze dann das für irgendwas anderes. Und beim Band starte ich jetzt aber anders. Nicht da, wo die Henkel sitzen, sondern auf den Seiten, wo noch gar nichts ist. Das heißt, ich starte jetzt hier und gehe jetzt hier einmal um diesen Korb herum. Und das macht eben optisch so viel, wenn man da so ein Band drum klebt. Und damit man nachher die Stoßkante nicht mehr sehen kann, kommt jetzt hier vorne noch ein kleiner Spruch drauf. Da habe ich wieder einen Spruch aus meinem digitalen Papierset genommen. Hatte ich euch im letzten Video schon mal von erzählt. Link kann ich euch unten in die Infobox setzen. Den habe ich mir jetzt einfach ausgedruckt. Und um die Farbe der Grundbox noch mal ein bisschen hervorzuholen, nehme ich das jetzt als Hintergrund. Und auch damit das ein bisschen besonders aussieht, gehe ich hier einmal mit der Zickzackschere entlang. Und damit sind diese beiden Körbchen fertig, beziehungsweise der eine, den wir jetzt gerade zusammen gemacht haben. Und ich finde ihn wunderschön. Und wie gerade eben schon gesagt, er ist natürlich auch sehr dekorativ. Einfach den Henkel ablassen und dann kann man das eben auch super in der Wohnung als alltägliche Dekoration oder für die Aufbewahrung beim Schreibtisch oder so nutzen. Ob für Haargummis, Stifte, Kleinkram. Es gibt ja immer irgendwelchen kleinen Gedöns, den wir irgendwo aufbewahren wollen. Und dafür, finde ich, bieten die sich beide auch super an. Und natürlich dran zu denken, dass man hier zum Beispiel auch mit einer LED-Kerze arbeiten könnte. Man kauft sich eben diese etwas höheren Stumpenkerzen, die gibt es ja auch als LED. Und wenn man die dann da reinsetzt und abends anmacht, dann hat man so ein kleines indirektes Licht. Sieht bestimmt auch sehr, sehr schön aus. Aber das war jetzt genug von mir gewesen sein. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass euch diese Idee genauso gut gefällt wie mir. Wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und denkt dran, immer schön gesund bleiben. Und dann sehen wir uns am Donnerstag zu einem neuen Video wieder. Tschüss, ihr Lieben!